Hallo und herzlich willkommen bei Berliner AR-Drohnen. Mein Name ist Stefan Förster und heute möchte ich euch in einem kleinen Video zeigen, wie ihr ein gebrauchtes Mittelkreuz wieder ordentlich befestigen könnt, beziehungsweise es geht in diesem Fall um diese kleinen Plastepinipel hier. Die werden normalerweise hier rangeschoben. Wenn man ein neues AR-Drohnenkreuz kauft, dann ist das nicht das Problem. Da ist einfach ein Klebefilm drauf, den man abziehen kann und dann kann man die ranschieben und dann halten die Superbombe. Aber wer auf Gebrauchteile setzt, der hat oftmals Schwierigkeiten, das Ganze wieder ranzukriegen. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Bei diesem hatte ich Glück, da sind die Dinger schon dran. Und da nehme ich einfach doppelseitiges Klebeband, ganz, ganz dünnes Klebeband. Das bekommt ihr unter anderem bei Drohnenparts zu kaufen. Das ist auch nicht großartig teuer. Und da könnt ihr ganz kleine Streifen an diese Dinger rankleben. Wer ein Mittelkreuz hat, wo diese Schnipsel nicht mehr dran sind, beziehungsweise ihr die Schnipsel einzeln habt oder mal eins auseinanderbaut, was kaputt ist, dann hebt diese auf. Und ich mache das immer ganz einfach, so wie hier. Ich schneide die, wenn die noch dran sind, an einer Seite ein, schneide ich die ganz normal ein, so, und kann die dann abziehen und kann die dann wieder rankleben. Und bevorzugterweise mache ich das nicht an den Seiten oder oben, sondern unten, weil dann sieht man es auch nicht so, wenn man von oben auf die Drohne raufguckt, ne? Also ist vielleicht ein ganz guter Trick, den ihr euch merken könnt. Und die hebe ich immer auf. Wenn ich ein Kreuz habe zur Reparatur, zum Wegschmeißen oder sonst was, ich hebe die immer auf, man kann die immer mal gebrauchen, sie nehmen ja keinen Platz weg und von daher sollte das einwandfrei funktionieren. Ich zeige euch kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht dazu unter Umständen eine Pinzette, je nachdem wie feinfühlig und geduldig ihr arbeiten könnt, und eine Schere, wie gesagt, einfach doppelseitiges Klebeband nehmen. Das ist ganz, ganz dünnes, das ist das Besondere daran. Schneidet einfach ein kleines Stück ab, ich sag mal ungefähr 1 cm Länge. Lasst es auf der Schere liegen und zieht dann den Klebefilm, die Schutzschicht, einfach ab. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ist ein bisschen ordentlich klebend, aber es geht. Nehmt die Pinzette, ich hafte mir das immer an die Pinzette ran, da kann nicht so viel schief gehen, und dann setzt ihr das einfach, ich versuche euch das mal hier ein bisschen in die Kamera zu zeigen, setzt es einfach an diesen Schniepel ran, drückt es ein bisschen fest, ganz einfach und unkompliziert. Nach Möglichkeit achtet darauf, dass oben und unten nichts im Rand steht, also übersteht, sonst haftet euch unter Umständen der Schmutz daran und das wollen wir nicht. Es ist angenehmer aber zu arbeiten, wenn ich es so ranklebe, aber ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Wie gesagt, einfach hier so rund 1 cm was abschneiden und dann den Schutz, die Trennschicht quasi lösen. Kommen wir zum letzten Ausleger, wo wir das Ganze befestigen müssen. Ich zeige es nochmal, einfach doppelseitiges Klebeband nehmen, das rote hier, was ich habe. Dann schneidet euch einfach 1 cm auf die ab, so auf die Schere ein bisschen raufgelegt, auf die Schneidefläche. Und dann einfach den Schutzfilm abgezogen und einfach raufgeklebt. Ich versuche euch das noch mal ein bisschen in die Kamera zu zeigen. Einfach so, zack. So. 3 Stück an der Zahl.
Und noch zum Schluss ein kleines. So. Das ist wirklich sehr klein. Aber ich kann dieses Band wirklich nur empfehlen. Es ist der einfachste und beste Weg, meiner Meinung nach, das da halt wieder zu befestigen. Es dauert auch nicht lange, wenn ihr geübt seid, seid ihr damit ungefähr in, naja, ich sag mal, in 15 Minuten kann man das schon schaffen. Es kommt immer darauf an, wie die Tagesform ist. So. Ja. Zack, zack. Und dann einfach ranschieben. Oh, da ist das Ding aber nicht mehr schön. So. Zack. Ruhig ein bisschen randrücken. Sollte sich das mal lösen. Das kann durchaus passieren. Nichts ist für die Ewigkeit. Das muss man ganz klar so sagen. Dann ruhig nochmal vorsichtig abziehen und nochmal neu justieren. Aber ich sage mal, wenn ihr damit sorgsam umgeht, es hält schon eine Weile. Also ihr könnt damit schon eine Weile fliegen. Selbst bei meiner schlimmsten Drohne, die schon ordentlich ramponiert ist, hält es eigentlich auch ohne Probleme. Und ja, also ich sag mal, alle paar Monate kann es durchaus dann mal vorkommen, dass ihr das Klebeband erneuern müsst, weil es sich wirklich löst und nicht mehr so schön hält. Nun muss man dazu sagen, dass auch dass es an einem neuen Strukturkörper, der noch nicht beschädigt ist, auch besser hält als an einem Strukturkörper, so wie dieser hier, der schon gebraucht ist und wo schon fünfmal so eine Klebedinger dran waren. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch helfen und ich wünsche euch noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß. Danke fürs Video gucken, abonniert mich. Und bis zum nächsten Mal, euer Stefan Förster von Berliner Aerodrohnen.